Moin Moin. An einem VW T5, T6, an einem Transporter, alle diese großen Bullis. Da will ich euch einmal zeigen, was für mögliche Ursachen wir haben können, wenn wir knackende Geräusche haben. Sei es bei Huckelfahrten oder auch auf normaler Strecke, also auf gerader Ebene. Ich zeige euch einfach mal, was alles möglich ist für diese knackenden Geräusche. Ich habe in diesem Fall auch einige schon gewechselt, was wirklich Spiel hatte, wo wirklich ich einen Defekt hier feststellen konnte. Und ja, ich zeige euch einfach mal die möglichen Ursachen. Ja, eine mögliche Ursache für klackende Geräusche ist natürlich, wenn die Feder gebrochen ist. Das wäre schon echt extrem. In dem Fall ist die zwar korrodiert, angerostet, aber nicht gebrochen. Oder über der Feder, das sieht man hier jetzt leider nicht. Da muss man das Federbein komplett einmal ausbauen. Da ist das Domlager. Und da dieses Lager, das zersetzt sich ganz gerne mal. Das kann man aber heraustesten, indem man das Fahrzeug zum Beispiel hier an der Achse etwas anbockt, anhebt. Beziehungsweise das geht, glaube ich, auch im Stand. Und wenn man das Ganze einlenkt, rechts, links, dann müsste man an der Feder, wenn man die Feder anpackt, dann müsste man wirklich dieses Knacken da herausspüren, wenn das Domlager defekt ist. Also so könntet ihr das auf jeden Fall schon mal ausschließen, dass das Domlager in Ordnung ist. Als nächstes sitzt hier hinter, da müsst ihr das Rad einmal zu abnehmen, die Koppelstange. Die habe ich in meinem Fall hier erneuert, sieht man auch. Wenn ihr daran rüttelt, dann werdet ihr merken, dass dieses Lager hier unten und das da oben, dass die ganz gerne ausschlagen und dementsprechend kommen dadurch ja knackende Geräusche, vor allem bei Huckelfahrten. Ein weiterer Punkt, da wo die Koppelstange befestigt ist, die Stabi-Stange, da sind diese Gummilager. Und auch da seht ihr, dass ich das Gummilager ausgewechselt habe, aus dem einen Grund, es eiert mit der Zeit aus. Und dementsprechend, wenn ihr hier unten an der Stabi-Stange kräftig rüttelt, dann merkt ihr, wie er hier wirklich Luft hat und dementsprechend hin und her hauen kann. Dasselbe natürlich dann auf der anderen Seite. Muss ich eigentlich nicht filmen. Hier habe ich das in meinem Fall genauso gewechselt. Koppelstange ist neu, da ich wirklich diese knackenden, klackenden Geräusche hatte. Koppelstange neu und auch hier habe ich das Gummilager, da seht ihr es, mit erneuert. Das sind so Ursachen für diese knackenden und klackenden Geräusche. Unter anderem aber auch hier dieses Traggelenk. Und zwar habe ich das noch nicht neu gemacht. Ihr seht, es ist komplett zerfetzt. Und wenn ich hier jetzt mit einer Brechstange dazwischen gehe, dann merkt ihr, dass dieses Lager ja dementsprechend auch Knackgeräusche von sich geben kann. Genauso ist es auf der anderen Seite zerfetzt. Die muss ich noch beide ersetzen. Das sind so die Hauptursachen, warum ihr ja dementsprechend knackende Geräusche habt. Dann zum anderen habt ihr von diesem Dreiachslenker hier eine Gummibuchse. Die schlägt ganz gerne mal aus. Da könnt ihr auch mit einem Brecheisen zwischen und das Ganze etwas hin und her bewegen. Und wenn zu viel Spiel ist, ist dieses Gummilager da drinnen verschlissen. Und genauso haben wir an diesem Dreiachslenker hier noch ein Gummilager. Auch dieses verschleißt ganz gerne. Das merkt ihr, wenn ihr auch hier wieder mit einem Brecheisen zwischengeht oder einem dicken Schlitzschraubendreher und da etwas hinterhebelt. Also etwas Spiel darf sein, aber nicht zu groß das Ganze. Das sind so Punkte, wodurch das Ganze entsteht. So, an der Stabi-Stange hinten habe ich zwei Gummilager und zwar sitzt hier das eine. Die sind auch unterschiedlich aufgebaut und hier unten das eine. Das hier unten, das wird drauf geschoben und das obere, das wird drauf geklippt. Da ist hinten das Ganze, da sieht man das Ganze geöffnet. Und die zwei tausche ich aus. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe Spiel. Die habe ich schon gewechselt. Hier das eine und hier das eine. Ja, ich hoffe, dieses Video hilft euch und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten gute Fahrt und frohes Schaffen euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.